Hallo, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Mal wieder, es gibt einen kleinen Fortschritt. Denn wir sind jetzt ruftechnisch so weit, dass wir hier bei der Drachenschuppen-Expedition die letzte Quest annehmen können. Ich denke mal, das ist diese hier, die uns noch fehlt in den Hallen der Titanen. Ein kleiner Bote kam wieder angeflattert und hat uns eine Aufgabe verpasst. Just in dem Moment, als wir Ruf abhatten. Doc Charlie ist außer Atem, als er euch einen Brief überreicht, der euch zurück ins Basislager der Drachenschuppen-Expedition einlädt. Er versucht, das Anliegen eifrig zu erklären. Lauter Zwerg! Ernster Elf! Bereit für euch, ja? Doc Charlie nickt aufgeregt, während er auf eure Antwort wartet. Und natürlich finden wir uns hier ein, um zu gucken, was denn da los ist. Interessiert uns ja mächtig. Denn es ist einfach die letzte Aufgabe, die uns dahingehend moin, noch moin. Fehlt. Mal gucken, was es geht. Behaltet immer das Meer im Auge. Es gut, tut gut, Toddy und Naleda wieder hier zu haben. Wenn ich nur endlich etwas Ruhe in meinem Zelt haben könnte. In diesem hier? Hier geht's ja dauernd. Hier gehen sie ja alle ein und aus, um diese ganzen Token bei ihr abzugeben. Ich glaube, so viel Ruhe wird sie nicht haben. Eine Nachricht für euch, Luna. Sie ist von Toddy. Gunst der Lordadmiralin. Ein Durchbruch. Ruhige See und eine frische Brise. Toddy und Naleda bereiten sich zum Aufbruch vor. Trefft sie bei der versiegelten Titaneneinrichtung in Taldrassus. Offenbar hatten sie einen Durchbruch. Bringt auf jeden Fall alle relevanten Informationen mit, damit ich sie katalogisieren kann. Trifft Toddy und Naleda außerhalb der versiegelten Titaneneinrichtung in Taldrassus. Immer schön auf Kurs bleiben. Also da, wo unser Rätselraten eigentlich begonnen hat, ne? Da kann man eigentlich ganz schnell hindüsen. Das ist irgendwo da hinten an der Wand. Ah. Felsen. Ist doch schon offen. Hatten wir das schon geöffnet? Wie fies! Also das mit dem Phasing? Jetzt konnten wir ja schon reinspickeln. Das ist gemein. Sieh an, wen der Wind hier. Ihr habt es geschafft und gerade rechtzeitig. Dann mal los. Es gibt viel zu tun. Wir haben endlich rausgekriegt, wo der dritte Stein hingehört. Tut ihr mir den Gefallen? Habt den Stein am Rest des Behüterstabes angebracht. Klettert einfach auf das Gerüst, haltet ihn hoch und genießt die Vorstellung. Öffnet die Tür mit dem Stab des Behüters. Das Abenteuer ruft und wir antworten. Okay. Also dem hier fehlt ja wirklich viel Kopf und Arm, aber er hält noch tapfer seinen Stab. Dem fehlt nur der Arm. Und dann war ja einer, der ziemlich kaputt war, ein dritter. Also die haben ja ihre Kugeln. Ah, okay, ja, okay, der sieht sehr kaputt aus. Ach, der ist hier auf dieser Seite. Irgendwie hatte ich das mal wieder nicht gerafft oder gesehen. Okay, gelangt über das Gerüst. Haben wir gemacht. Das ist die Stelle. Und jetzt den Stab in die Luft halten. Ah, statt ihm, so quasi. Öha, schaut euch das an. Ah, sehr nice. Mhm. Ja, okay, sie hat sich ein bisschen angehoben. Geht nach innen. Willkommen, Tür. Es sind seit dem letzten Besuch vergangen. Aktive Protokolle werden wieder aufgenommen. Bitte warten. Bitte warten. Aha, die denken jetzt, wir sind Tür. Ja klar, weil nur er die Tür öffnen kann. Bericht. Alle der Proben gefährdet. Datenbank der Aspekte. Daten abgelaufen. Uraufzeichnungen intakt. Üha. Oh, kommen wir da gar nicht durch? Ja, tatsächlich. Da ist noch mal eine Barriere. Mhm. Was führt euch her?
Ach, es gibt so viel zu sehen und wir fangen gerade erst an. Bis zum nächsten Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was sich hier drinnen verbirgt. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal herausfinden, wie wir hier reinkommen. Und da hinten stehen auch schon ein paar Wächter rum, die, glaube ich, nicht so ganz erbaut sind, wenn wir da reingehen. Hm? Ich kann eure Entdeckungen kaum erwarten. Habt ihr gehört, was diese Konsole gesagt hat? Es gibt eine Halle voller Proben. Uralte Titanenmaschinen? Oben aus einer anderen Welt? Hä? Wer allein weiß, was sich dort befindet. Ändern wir das. Erkundet die Halle der Proben. Das Abenteuer ruft und wir antworten. Die Halle der Halle. Was? Die Halle der Halle der Aspekte? Warum sollte Tür sowas wegsperren? Hat er was zu verbergen? Ich glaube, die haben das einfach einmal doppelt. Das sollte eigentlich da nicht stehen. Erkundet die Halle der Aspekte. Ich kann eure Entdeckungen kaum erwarten. Tretet sie und erkundet sie. Und während wir uns umschauen, sollten wir einen Weg finden, diese Barriere zu deaktivieren. Eben, ohne die kommen wir da gar nicht rein. Also wenn hier schon so eine Konsole ist, die wir aber nicht benutzen können. Also hier sind so Dinge, so verschiedene Elementar-Wubbel-Schwubbel. Hier sind Teleport-Vorrichtungen. Ups. Der Aspekte. Wow. Ihr glauben, was ihr hier seht? Ich wette auf die Schnurrbärte unserer Familie, dass wir etwas herausfinden können, wenn ich nur etwas Zeit mit diesen Konsolen bekomme. Diese Konstrukte sehen gar nicht freundlich aus, Toddy. Keine Sorge, Naleda. Luna wird mir den Rücken frei halten. Aber hier stehen wenigstens keine Akrowachen. Sicherheitskonstrukte. Ah, die erwachen wahrscheinlich, wenn wir hier jetzt runterkommen. Hm? Hier die Treppe runterkommen. Und hier sieht man hier die Projektionen der Aspekte. Sogar in Neltharion, Isera, Maligos, Alexstrasza und Nostormu. Kommt ihr mit? Wir reden erstmal. Erzählt nur. Haltet die Augen offen, während ich arbeite, okay? Also gut. Dann mal los. Los geht's. Es gibt viel zu tun. Warnung. Nicht autorisierten Zugriff erkannt. Sicherheitssystem online. Verteidigung wird aktiviert. Ich werde aus diesen Aufzeichnungen nicht schlau. Sie sind ebenso verworren wie diese Zeitreisenden. Bronzedrachen. Da kommt schon der erste Verteidiger. Interessant, dass genau der aktiviert wird, bei dem wir auch stehen. Interessant, Alexstrasza und Isera stammen aus demselben Gelege. Sie hatten einen Bruder, aber es sieht so aus, als wäre er gefallen, lange bevor die Aspekte erschaffen wurden. Oh ja, der Bruder. Es sieht so aus, als wäre Isera immer die Sanftmütige gewesen. Hier steht, sie dachte, dass es möglich sei, mit den Untoten Frieden zu schließen. Merkwürdig. In unserer Geschichte lassen sich keinerlei Aufzeichnungen über Kämpfe zwischen Drachen und Untoten finden. Gar nicht zuhören. Es heißt hier, dass Maligos, bevor er ein Aspekt wurde, fast den Untoten verfallen wäre. Das ergibt Sinn. Nein, das ergibt keinen Sinn. Welche Untoten meinen Sie? Ja, vielleicht in einer anderen Parallelwelt? Oh, hier heißt es, dass Neltharion... Wieder, lasst mich doch mal lesen. Dass Neltharion einer der engsten Freunde und Vertrauten von Alexstrasza war. Es muss ihr das Herz gebrochen haben, zu sehen, wie er dem Wahnsinn verfallen ist. Aha, ich wusste, dass die Überbrückung der Barriere hier zu finden sein würde. Drückt auf den letzten Knopf und lasst uns verschwinden. Ja, wenn ich hier mal mit Kämpfen fertig bin, Leute. Bin noch immer beschäftigt. Loot haben sie keinen? Jetzt gucken wir mal. Bevor wir da auf den Knopf drücken. Da steht aber immer noch Sicherheitspersonal. Hier ist auch hier so eine schöne Pflanze. Bei Nostormu? Ja, okay, da ist hier ein kleiner Sandhügel mit Sand der Zeit. Sera hat nämlich ja natürlich hier grün auch ein Pflänzchen. Maligos. Aber ist der Maligos-Aspekt nicht inzwischen offiziell auf Kalegos übergegangen? Hat Maligos den eigentlich immer noch inne? Oder ist das jetzt einfach...
In der Vergangenheit. Ja, okay, das wäre ja ein Eltarion. Wobei, da streiten sich ja zwei Jahre drum, wer hier der echte Aspekt wäre. Oder Anspruch auf den echten Aspekt. Und hier steht wieder so eine Maschine. Auf den Knopf soll ich drücken. Und dann geht hier die Tür rauf und dann kommen wir vielleicht durch eine Hintertür herein. Ihr seid ein Natur... Naja, auf so einen Knopf drücken kann ja wohl jeder. Wenn euch die Lust auf Abenteuer vergeht, kann ich euch jederzeit zu einer Karriere in der Datenerfassung verhelfen. Danke. Ich springe lieber draußen rum in den Wäldern und auf den Wiesen. Ach, mir egal, was eine Leda sagt. Ich wusste von Anfang an, dass ihr die richtige Wahl seid. Bis zum nächsten Abenteuer. Okay. Aber, haben wir uns jetzt wählen müssen, welche Seite wir nehmen, quasi? Welchen Teleporter? Oder müssen wir jetzt hier wieder zu... Da hinten ist eine Tür. Hier. Komme ich jetzt nur nicht hin. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder zurück, oder? Und dann... nochmal durch den anderen und da müssen wir dann auch einen Knopf drücken und dann erst kommen wir da durch. Ach so, ich habe es gerade schon gedacht, wir hätten irgendwie wählen müssen. Nee, das sind auch wieder beide. Das ist sogar besser als erwartet. Hier wurde zerstörte Stasisfelder und Drachen, die auf Ärger aus sind. Nun, wenn ihr es so sagt, Warnung, ein Dämmungsbruch. Notfallabregelung, Sicherheitskontrolle, bis Konsole bis zur Eindämmung, inaktiv. Lasst uns einfach die Drachen zurück auf die Stasis-Plattformen bringen, damit wir an die Sicherheitskonsole rankommen. Und Fluna, Erdprotodrache, sammelt Titanenköder ein. Dieses Dingens? Ah, und mit denen können wir die dann fangen. Sollen die hier drauf? Ah ja, guck mal, hier rot, blau, gelb und schwarz, nehme ich mal an. Und wenn wir die jetzt anwenden, oder hier? Lockt den Protodrachen zurück in seine Eindämmungskugel. Okay, die müsste ja dann, das müsste ja dann hier sein. Dieser hier? Flup, okay, alles klar. Dann haben wir hier einen blauen. Zusätzlich. Oh, da wird schon wieder was vorgelesen. Warte, mal gucken. Er erzählt hier was, ne? Also die Leute hier. Oh, wir könnten hier noch irgendwas machen. Jetzt lesen wir aber erstmal. Lasst uns einfach diese, das hatten wir, genau. Hologramm von Tür sagt, das Element des Feuers hat eine der erfolgreichsten Aneignungsraten unter der Spezies. Unter den Spezies. Subjekte können sogar Feuerbälle schleudern, die heiß genug sind, um Metall zu schmelzen. Also das war jetzt hier drüben zu dem Drachen. Der blaue. Zusätzlich sind die Subjekte, die mit Feuer erfüllt sind, für mehr Ausbruchversuche verantwortlich als alle anderen Protodrachen zusammen. Mit dem Element des Wassers erfüllt hat dieser Protodrache seine Fähigkeit, Feuer zu spucken, verloren und an deren Stelle eine ebenso tödliche Fähigkeit erlangt, die gefrorenen Möglichkeiten des Eises. Die Tatsache, dass die komplette Umkehrung der elementaren Tendenz eines Protodrachen nicht nur möglich, sondern so umfassend ist, wirft einen interessanten Gedanken auf. Gibt es irgendein Elementar oder auch eine Energie, das oder die Protodrachen nicht in sich aufnehmen können, wenn ein entsprechendes Medium, ein Gefäß und die erforderliche Zeit vorhanden sind? Also könnte man sie quasi in jede Richtung eichen, die man wollte, wenn man experimentell da so ein bisschen... ja... Dieser Protodrache wurde mit dem Element der Erde erfüllt. Er weist eine höhere Schuppendichte und eine leicht reduzierte Beweglichkeit im Vergleich zu gewöhnlichen Protodrachen auf. Es sind drei Vorfälle bekannt, bei denen die Drachen beinahe die Eindämmungskugel durchbrochen haben.
Meine, die sind ja jetzt alle ausgebrochen gewesen. Also nur diese Drachen, die die durchbrochen haben? Oder generell irgendwelche Drachen? Ah, da oben sind ja auch welche gefangen. Hat schon cool gemacht. Und da ist noch ein uralter... der sieht aber schwarz aus, oder? Wieso ist denn der jetzt so weit hinten? Müssen wir den so weit von hinten herlocken? Luft. Ja, du gehst da wieder raus, liebes Kätzchen. Sonst wird das ungesund. Du sollst da ja nicht drin stecken bleiben. Luft. Eindämmung erfolgreich. Notfall. Abriegelung aufgehoben. Mit dem Element der Luft erfüllt, hat dieser Drache die Fähigkeit erlangt, Windböen aus seinem Körper zu stoßen, was sich als effektives, wenn auch rudimentäres Abwehrmittel gegen Feinde in der Nähe erweist. Oha. Die Tatsache, dass das für den Drachen nicht... Was? Die Tatsache, dass das für den Drachen nicht in einer ausgeglichenen, sondern entgegenwirkenden Kraft resultiert, impliziert, dass dieser Prozess von magischer und nicht mechanischer Natur ist. Okay. Jetzt müssen wir wieder einen Knopf drücken. Aktiviert die Sicherheitskonsole. Gut gemacht. Wir können zur Haupthalle zurückkehren, sobald ihr bereit seid. Solltet ihr euer Abenteuerleben einmal an den Nagel hängen wollen, könnt ihr bestimmt als Drachenbändigerin... Ja, ich dachte Datenerfassung. Es gibt viel zu tun. Nun, da wir auf die Überbrückungskonsolen zugegriffen haben, sollten wir an dieser Barriere vorbeikommen. Trefft mich in der Haupthalle, dann erledigen wir das. Trefft euch bis mit zum nächsten Abend, in der Haupthalle. Okay, wir haben beide Knöpfe gedrückt. Und jetzt müsste ja die Barriere weg sein. Hier müssen wir jetzt wahrscheinlich nochmal drücken. Sieh an, wen der Wind hergeweht hat. Die ganze harte Arbeit zahlt sich bald aus. Das Abenteuer ruft und wir antworten. Die Scheiben hier drin spiegeln das gesamte Wissen dieser Einrichtung wider. Wir müssen sie zurückholen. Ich werde die Barriere mit Hilfe dieser Konsole deaktivieren. Es liegt an euch, die Scheiben zu holen. Und die drei Scheiben zurück. Ich kann eure Entdeckungen kaum erwarten. Was? Wir dürfen den letzten Knopf nicht drücken? Darf meine Knopfdrückfähigkeit nicht noch mehr unter Beweis stellen? Gästeprotokoll? Oh. Organismus entdeckt. Führe Gästeprotokoll aus. Gästeprotokoll klingt recht angenehm. Hür hat aber auch an wirklich alles gedacht. Evaluationsmuster aktiv. Organismus beweist Qualität oder bereitet euch auf Deaktivierung vor. Was? Ach so, wir sollen mit Qualität beweisen? Wenigstens ist die Barriere weg. Ich schaue, was ich tun kann. Das ist eure Gelegenheit, euch die Scheiben zu schnappen, bevor es noch schlimmer wird. Oder bevor es wieder zuklappt. Ich guck mal, dass ich nicht auf diese Flächen trete. Ich glaube, die sind ungesund. Schnipp, schnapp. Wo sind sie denn? Ich kann hier nichts nehmen. Ich bin hier falsch. Verwendet den Schlüssel der Wachsamkeit? Wo denn? Hier, genau da, wo die Wachen stehen vielleicht? Verwendet den Schlüssel der Bürde und den Schlüssel des Urteils. Kriege ich die Schlüssel her? Hier? Schlüssel der Bürde. Ah, an den richtigen... okay. Da sind wir dann natürlich nicht mehr ganz so schnell. Alles klar. Oliver! Leders Familie... Ach so, damit ich doch ja sehe, wo ich hin muss, oder wie? Okay, erste Scheibe haben wir schon mal. Ja, sind jetzt die einen Flächen deaktiviert? Kann das sein? Schlüssel des Urteils. Oh, aber für den einen Schlüssel... Ich habe den Schlüssel fallen gelassen.
für den Schlüssel hier hinten. Muss ich erst die Wachen da wegkriegen, oder? Möchte ich. Wieso, verwendet den Schlüssel der Wachsamkeit? Ach so. Hä? Ist das jetzt weggegangen? Okay, Wachsamkeit. Oder gibt es eine bestimmte Reihenfolge? Na egal. Ach ja, okay, der sagt uns immer, wo wir hin müssen. Aber ich fürchte, die zwei finden das jetzt nicht so lustig, dass ich da ankomme. Was haben wir? Ihr habt den Schlüssel fallen gelassen. Ja, wundert euch das? Ach, das ist immun, da kann ich gar nichts machen. Anomalie entdeckt, beginne Verteidigungsprotokoll Gamma. Oh, oh nein, ich kann nichts machen. Lasst mal ab, bitte. Ich hab noch überhaupt... ich hab halt überhaupt erst eine Scheibe, ne? Aber ich kann die nicht... Nee, die sind immun. Das heißt, ich müsste die vielleicht irgendwie weglocken oder so? Wachsamkeit. Bürde. Okay, das mit der Bürde hat mich verlangsamt. Der benutzt den Schlüssel des Urteils. Oh, jetzt sehe ich ja ganz anders aus als vorhin. Habe ich vorhin nicht, als ich denke... Ah, okay, muss ich da eine bestimmte... Muss ich da möglichst schnell sein? Warte mal, ich pack mal... Nee, die Pads... Wobei, nee, ich pack mal die Pads weg. Das irritiert mich nämlich, wenn die durch die Flächen laufen. Urteil. Okay, ich guck mal, ob ich, wenn ich jetzt ganz schnell flitze... Ne? Okay, muss ich da vielleicht durch die Flächen laufen damit? Ihr schafft das nicht in einem Versuch. Dorthin. Nehmt euch einen Moment in diesen Teichen, um euren nächsten Schritt zu planen. Also, das heißt, ich muss durch die Dinger laufen. Weil die... So? Von Dingens zu Dingens. Jetzt muss ich aber warten, bis das eine wieder... Oh! Das eine wieder da ein bisschen näher rüber geht, oder? Ich habe 5 Sekunden oder so. 4, 3, 2, 1. Rup. Gut, den zweiten haben wir. Ah, okay, man muss also ein bisschen, auch ein bisschen Schleue beweisen. Und ist dann der andere, muss man dann in die Dinger da? Probieren wir mal jetzt aus. Aber das wäre ja dann schon wieder langweilig, weil es dann bei allen gleich, bei beiden gleich ist. Ah, stärkt euren Willen. Ah, guck mal, ich werde immer größer. Muss ich da in alle? Guck mal. Oh, jetzt bin ich selber einer. Und jetzt... greifen die mich nicht an. Ah, ja, nice. Gut. Warnung, Warnung. Integrität der Einrichtung versagt. Evakuierungsprotokoll wird eingeleitet. Wiederhole. Evakuierungsprotokoll wird eingeleitet. Ist ja klar, dass das jetzt hier wieder einstürzt und man dann nie wieder hier hin kann, hä? Oh, das war aber ganz schön knapp. Wenn ich so drüber nachdenke, hat das doch besser geendet, als ich gedacht habe. Nun, wenn wir wieder zurück im Lager sind, haben wir sicher eine tolle Geschichte zu erzählen. Darauf kommt's dir an? Und wie? Nehmt das, Bran! Trefft uns dort, Luna. Dann vergleichen wir unsere Aufzeichnungen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich euch noch ein Getränk schulde. Dann zeigt mal, was könnt ihr euch da das habt? Wissen vorstellen, dass diese Scheiben bergen? Auf dieser Scheibe der Titanen befinden sich einige komplexe Symbole und sie sendet ein schwaches Leuchten aus. Dann mal los. Ich wusste, dass wir uns auf euch verlassen können. Wellen der Titanenverteidigung, entkommene Protodrachen, Schlüssel, die einen in Konstrukte verwandeln. Ich muss schon sagen, ich hatte mein ganzes Leben noch nie so viel Spaß.
obgleich Naleda wahrscheinlich behaupten würde, dass jetzt erst der eigentliche Spaß beginnt. Wir sitzen auf einer Fundgrube vertraulicher Titanendaten und das alles dank eurer Bemühungen. Kommt zu uns ins Lager, sobald ihr könnt, dann vergleichen wir unsere Notizen. Ich kann eure Entdeckungen kaum erwarten. Trefft euch mit Toddy und Naleda im Drachenschuppenbasislager. Ach, die haben ihre Notizen nicht hier. Ja gut, dann fliegen wir da mal rüber. Stimmt, die stehen ja hier. Na, wen haben wir denn da, Luna? Wir haben uns gerade über diese Scheiben unterhalten. Soweit wir sagen können, enthalten eine Menge Informationen. Aber keine Antworten. Tyr hat die Lebenszyklen und die grundlegende Macht der verschiedenen Protodrachen-Phänotypen der Dracheninseln katalogisiert. Wieso hat er das getan? Das wissen wir noch nicht. Außerdem hat er eine beträchtliche Datenbank über die Rolle, Gesinnung und relative Macht der Aspekte geführt. Tyrs Interesse an den Aspekten scheint verständlich, sein Interesse an den Protodrachen hingegen eher weniger. Aber die Tatsache, dass er sich so viel Mühe gegeben hat, diese Einrichtung und was sich darin verbirgt geheim zu halten, das ist das wahre Rätsel. In der Tat. Habt ihr Fragen? Unsere Hinweise sind vorerst versiegt. Zumindest bis wir mehr Informationen aus diesen Scheiben herausholen können. Bleibt bis dahin aufmerksam und folgt den vorhandenen Hinweisen. Man weiß nie, woher das nächste Abenteuer kommen wird. Ich bin gespannt, was ihr mir berichten werdet. So, und jetzt haben wir da diesen ersten Part tatsächlich endlich mal geschafft. Wir sind hier durch. Da. Kampagne, alles erledigt, wurde auch allerhöchste Zeit. Erhöht eure Ruhmstufe bei den großen Fraktionen der Dracheninseln, um die Kampagne fortzusetzen. Ja, okay, wir sind hier noch nicht ganz durch, ne? Ich habe jetzt zwei Fraktionen habe ich jetzt auf maximal. Und diese beiden nicht, weil die wurden erhöht auf 30. Aber... Quests gibt es da eigentlich keine, ne? Oder ist das einfach nur verdeckt, weil es mehrere sind? Aber vielleicht kommt es da dann wirklich, wenn ich die auf maximal habe, dass dann quasi nicht über dieses System die freigeschaltet wird, sondern... Oder einfach nur ein Patch was bringt. Mal gucken. Das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob die Story zurzeit gerade weitergeht wöchentlich oder nicht. Ich werde mal gucken. Und mal hier noch ein bisschen an meinen Fraktionen arbeiten, ne? Damit es da weitergeht. Was ich auch noch dazu sagen muss, ist, ich werde keine speziellen YouTube-Aufnahmen mehr machen in WoW. Da ist bei mir gefühlt die Resonanz einfach zu gering. Ich glaube nicht, dass allzu viele das gucken und überhaupt Interesse daran haben. Und deswegen habe ich mir überlegt, ups, wieso sitze ich... Also hätten sie den Stuhl jetzt nicht so drehen können, dass man da richtig... Ich auf dem Hocker sitzt? Ja, guckt mal, da sitzt man sogar mit dem Rücken. Boah, haben die es blöd gemacht. Da sollten sie nochmal überarbeiten. Also, da werde ich keine speziellen Aufnahmen mehr machen. Ich werde eventuell in ein paar Monaten mehr streamen und dann einfach das im Stream machen. Beziehungsweise Storyparts nicht mehr speziell aufnehmen, sondern bin am Überlegen, ob ich die dann nur auf meinem Blog als Geschichte rausbringe, weil es mir eigentlich hauptsächlich auch darauf ankommt, dass ich für mich selber so eine kleine, ein chronologisches Archiv habe, wo ich dann später mal nachgucken kann, was kam denn nach und nach, storytechnisch und wie war denn da die Geschichte nochmal in den einzelnen Parts. Und das geht ja über einen Blog genauso gut. Da muss ich kein Video angucken und das Blog ist sogar schneller gelesen, wenn es mich nochmal interessiert. Und auch für euch natürlich schneller gelesen. Das wird dann natürlich so ein bisschen wie eine kleine Geschichte erzählt über Luna, was sie so erlebt. Mit Screenshots, mit
Ja, ich muss mal gucken. Das ist jetzt einfach nur spukt so in meinem Kopf rum. Das ist noch nicht so ganz durchgearbeitet. Aber dann vielleicht auch mit wenn Konversationen sind auch die Konversationen mit drin, dass man die nochmal nachlesen kann. Weil manchmal sind ja auch so ein bisschen so irgendwelche Anspielungen schon dabei für zukünftige Ereignisse, wo einem noch gar nicht so erstmal auffällt und erst später überlegt man, Mensch, haben die damals schon was davon gesagt? Haben die schon was geahnt? Also dieser Affe hier. Danke, Doc Charlie, der ja immer zu uns kommt, wenn wir eine neue Aufgabe bei denen kriegen, aber jetzt beschmeißt er mich einfach blöd mit Bananen. Das finde ich jetzt nicht so lustig. Oder mit sonst irgendwas. Ja, also. Mein Blog, muss ich jetzt gerade mal schauen, habe ich das überhaupt verlinkt hier im Profil? Ich glaube eigentlich schon. Erstmal. Also wie gesagt, wenn euch das interessiert, dann werde ich das noch hier verlinken. In meinem, also auf der Seite, auf der YouTube-Seite, unter den Links, dass er dann auch auf meinen Blog kommt. Falls euch das weiter interessiert, dann wäre das hier jetzt der WoW-Abschluss. Es kann natürlich sein, dass ich so ganz spezielle Events nochmal als Videos rausbringe, wird aber nicht mehr so oft der Fall sein und ich muss auch die Zeit haben, natürlich. Was es eventuell gibt, ist, dass ihr einen ungeschnittenen Stream kriegt, falls ich das mal mache, der dann aber nicht speziell irgendwie nur Story hat oder so, sondern da spiele ich dann halt. Ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik, da habe ich im Moment nicht genug Zeit dazu. Aber vielleicht so ab Sommer könnte das durchaus der Fall sein, dass wenn es neuen Content gibt mit Story und allem Möglichen, dass das im Stream auch nachguckbar ist, aber eben nicht mehr schön als Let's Play Story-Folgen geschnitten, sondern da kriegt er dann halt einfach den Stream. Wer Lust hat, kann ihn sich angucken, also das VOD. Wer nicht, der muss ihn sich natürlich auch nicht angucken. Der kann dann vielleicht auch aufs Blog gucken, wenn ich das tatsächlich dann mache. Okay, dann danke fürs Zuschauen bis hierher und irgendwo sieht man sich bestimmt mal wieder an anderer Stelle.